Ich glaube, dass im Grunde an die gesamte menschliche Kulturgeschichte man als eine Mediengeschichte. Es gibt die Auffassung, dass Sprache ein Medium ist, aber. Wir lesen alle nicht die Art, wir lesen die Art. Wir können sie auch gar nicht immer mit Medien. Weil wir diese Geräte sind, die mit auf dem Klo haben, wenn es mal wieder länger dauert. Medienreflexionskompetenz. Ein Podcast der Uni Marburg in Kooperation mit dem Medienzentrum der Universitätsbibliothek. Also herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir haben heute Matthias Hahn hier bei uns zu Gast, der nach seiner Promotion zu Sprechgeschwindigkeit und Reduktion im deutschen Sprachraum an der Universität Leipzig begann, hier in Marburg am Deutschen Sprachatlas unter anderem zu semantischen Potenzialunterschieden zu forschen. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Vielen Dank. Hallo. Hallo, ja, auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich. Genau, wir sprechen heute über das Thema Beleidigung. Und da ist auch direkt die erste Frage, wenn ich jetzt jemanden so richtig herzhaft beleidigen möchte, was muss ich denn eigentlich beachten? Du müsstest beachten, dass du das möglichst ein Tabu findest, das möglichst auch bei deinem Gegner ankommt. Okay. Also dass auch beim Gegenüber eine Tabuverletzung stattfindet, sonst bringt es nichts. Ja. Und was könnten solche Tabus sein? Ja, gut, alles Mögliche. Also sehr schön sind natürlich immer so Männlichkeitserwartungen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, wir hatten es schon mal in unserem Vorgespräch, dass wir Männlichkeit, da haben wir ganz konkrete Vorstellungen davon. Also ein Mann muss permanent potent sein zum Beispiel und er muss Macht haben und mit Macht umgehen können. Und das kann man natürlich immer sehr schön abwatschen, indem man da zum Beispiel den als Mädchen bezeichnet oder irgendwie solche Schlappschwanz, das solche sämtliches Material, was irgendwie diese Männlichkeit in Gefahr stellt. Na, das ist ja schon mal sehr, sehr interessant eigentlich. Würdest du dann daran anknüpfend sagen, die Praxis der Beleidigung hat eine Tendenz, eher irgendwie zwischen Männern oder unter Männern oder so stattzufinden? Also gibt es da irgendwie eine Korrelation, dass du sagst, irgendwie Männlichkeit und Beleidigung, das passt irgendwie zusammen? Passt schon sehr zusammen, wollte ich jetzt gar nicht so impliziert haben. Es war jetzt nur ein Beispiel für ein Tabu. Ja. Es gehen natürlich auch andere kulturelle Tabus. Also jetzt, wenn man Unreines nimmt, ja, das Deutsche ist jetzt prominent dafür, dass Reinlichkeitserwartungen eine Rolle spielen. Und entsprechend hat es den ganzen skatologischen Bereich, also das alles, was Körperflüssigkeiten angeht, dünn bis dickflüssig, all dieses ist perfekt geeignet und unglaublich produktiv im Deutschen. Also wir haben allein für Scheiße haben wir mehrere Substantive, die wir nutzen können. Ja? Also die Scheiße, der Scheiß, der Sheet und so weiter, ja. Dreck, Mist, all das wird natürlich sehr, sehr aktiv genutzt, um zu beleidigen, um abzuwerten. Und das kann man bunt mit allen möglichen weiteren Materialien kombinieren. Aber das ist so eine ganz berühmte, ganz beliebte Abwertungstechnik fürs Deutsche. Während andere Sprachen dann tendenziell eher zum Beispiel sexuelle Begriffe nutzen, die im Deutschen jetzt noch nicht so verfangen. So. Ah, okay. Das kommt zwar jetzt auch so über Jugendkulturen und Hip-Hop und über migrantische Prozesse wird es zumindest immer mal angesprochen. Ne? So Familienbeleidigungen und sexuelle Tabus da miteinander verknüpft werden. Und die machen dann natürlich einen neuen Tabubruch, den es im Deutschen so zwar auch gab, der aber nicht diese Größenordnung hatte bisher. Das heißt, aus was für Themenvorräten könnte man so schöpfen, wenn man beleidigt? Das Skatologische hattest du schon genannt, die also Potenz. Alles, genau, alles, was so Unreines ist. Mhm. Ja, das sind so Klassiker, das Tierreich, ne, Vergleich, Metaphoriken mit Tieren und Pflanzen und Alltagsgegenständen. Funktioniert jetzt nicht mit allen, man kann niemanden Eichhörnchen nennen, also außer man hat einen sehr konkreten Anlass dazu, aber die sind jetzt nicht konventionalisiert und meistens sind das so konventionalisierte wie Schwein, Rindvieh, irgendwie solche gewöhnlichen Tiere. Paradiesvogel funktioniert gelegentlich auch. Und das hat dann eben so seine Sortierungen. Also ein Paradiesvogel nennt man ja jetzt niemanden, der irgendwie langweilig
traurig da in der Ecke sitzt, sondern also der Paradiesvogel wird dann, ja, wen hat man den Paradiesvogel genannt? Das wäre jetzt so ein Kontext. Irgendwelche Modeschöpfer oder sowas, oder? Ja, solche, genau, ja. Die so ein bisschen bunter auftreten einfach, ja. Hätte ich direkt mal so eine Frage, irgendwie, könntest du dieses Verhältnis von Tabubruch und Beleidigung nochmal irgendwie erläutern? Weil eigentlich finde ich das noch gar nicht so super offensichtlich. Also bei einer Beleidigung geht es ja darum, also eine persönliche Abwertung, ne? Also so. Und dann beim Tabubruch geht es ja mehr um sozusagen eine generelle gesellschaftliche Konvention, die irgendwie da angegriffen oder irgendwie ja, attackiert wird. Ja. Also wie stehen die beiden zueinander in Verhältnis? Also wenn du die Beleidigung erstmal nimmst, dann hast du natürlich erstmal die Abwertung von jemandem auf irgendeiner Grundlage. Das ist erstmal eine Äußerung, die die Missachtung oder Nichtachtung einer Person irgendwie meint. Und es ist irgendwie so ein Ehrdelikt. So, damit muss kein gesellschaftliches Tabu angegriffen werden. Man kann jemanden Vogel nennen. Ja, damit ist eine persönliche Beleidigung, hat dann damit stattgefunden. Es ist aber, Vogel ist jetzt kein Tabuthema. Aber die Vorräte von Schimpfwörtern sind eben sehr häufig, da wird häufig aus Tabuthemen einfach geschöpft. Das ist aber keine Ausschließlichkeit. So. Und im Deutschen hattest du jetzt schon gesagt, ist so ein bisschen das unreine Tabuthema. Mhm. Und wie sieht das in anderen Ländern aus? Gibt es da kulturelle Unterschiede? Da gibt es viele Unterschiede. Also zum Beispiel eben, was ich schon sagte, ja, mit sexuellen Themen oder auch Krankheit und Pathologisches. Das wird, ja, dass man im Deutschen kriegt man höchstens mal noch Plack, aber das ist im Niederländischen ist dieses pathologische Motiv dann noch viel stärker verbreitet, zum Beispiel. Oder auch religiöse Motive, ja. Also alles, was so einem heilig ist. Das ist im Deutschen auch nicht allzu weit verbreitet. Gibt es auch, gibt es gerade in katholischen Gegenden, ja, da kommt man dann noch so ein bisschen in meinen Bereich, wo man dann sagt, man hat auch so regionale Variationen, die korreliert natürlich immer so ein bisschen mit der regionalen kulturellen Ausrichtung. Da, wo wir eine starke katholische Region haben, da sind natürlich auch die ganzen Kruzifixe, Josef, Maria, Jesus, Maria und Josef herum. Und die Verdammungen, die sind da wesentlich stabiler und kräftiger als in Regionen, wo das nicht so verbreitet ist. Ich würde denn genau zu der Frage der Konventionalisierung dich gerne nochmal befragen. Mhm. Also du hast ja schon gesagt, es gibt eben Formen oder Ausdrücke oder Begrifflichkeiten, die dann in bestimmten Kulturräumen irgendwie sozusagen konventionalisierte Beleidigungsworte sind. Ne? Also sowas wie Schwein oder so. Und jetzt frage ich mich, würdest du sagen, so eine Konventionalisierung stärkt eigentlich so eine Beleidigung oder schwächt die so ein Stück weit? Also, weil die ist ja dadurch auch sehr unspezifisch. Ne? Also sozusagen, wenn ich mir jetzt selber vorstelle, wann fühle ich mich beleidigt und angegriffen, dann ist es ja oft eher, wenn ich irgendwie ganz spezifisch adressiert werde mit einer meiner zahllosen Schwächen. Ja, ein komplexes Thema tatsächlich. Ja? Also zum einen hat man durch die Konventionalisierung, also da geht es diesen Schimpfworten wie allen expressiven Ausdrücken. Mit so einem expressiven Ausdruck habe ich erstmal vor, mich zu präsentieren und meinen Gegner irgendwie niederzumachen, meine Kreativität zu zeigen, irgendwie meine Emotionen auszudrücken. Und das geht natürlich nur mit einem Ausdruck, der irgendwie ungewöhnlich ist. So. Diese Begriffe werden dann genutzt und konventionalisieren. Die Leute nutzen das und dann haben wir eine Inflationierung dieser Begriffe und dadurch geht es wieder bergab. So, also ein tolles Beispiel ist so dieses Adjektiv Oberaffengeil. Ja, das ist mal in den 80ern oder wann verwendet worden, um ganz besonders tolles, geiles irgendwas zu beschreiben. Verfängt heute aber nicht mehr, ist heute den meisten, heute ist es cringe irgendwie, dieses Wort zu sagen. Ja? Also diese expressiven Ausdrücke, die verschleifen mit der Zeit. Das gilt für solche Adjektive und für einzelne Schimpfwörter. Für so Diskriminierungspraktiken ist das aber halt eine andere Sache. Ja? Also wenn ich immer wieder zum Beispiel eine Personengruppe nutze, um die zu beleidigen. Also ein aktuelles Beispiel und ein immerwährendes Beispiel irgendwie ist das mit Juden. Ja? Also ich kriege sehr häufig gesagt, dass auf Schulhöfen
Kids immer wieder das Wort Jude wieder nutzen, um sowas wie Opfer, was mal Opfer war, ja, um Leute als Opfer zu kennzeichnen. Wie kommt das? Das kommt daher, dass denen das halt im Schulunterricht für gewöhnlich nur in diesem Kontext beigebracht wird. Die sehen also von Juden und Judentum kriegen die nur diese Kontextualisierung mit Holocaust mit Zweiter Weltkrieg und mit Pogrom. Die kriegen nicht die ganze Bandbreite jüdischer Tradition und die ganze Überschneidungsmenge, kriegen die gar nicht mit, das wird gar nicht genannt. Sondern die sehen das immer in diesem einen Kontext und dadurch konventionalisiert das in dem Kontext. So, das schleift sich aber nicht ab, weil man hier jetzt diesen anderen, was es halt so komplex macht, diese, so eine Sekundärstigmatisierung hat. Ja, es ist jetzt so, dass zwar damit dem, wenn in diesen Kontexten andere Kinder, die irgendwas falsch gemacht haben, als Jude bezeichnet werden, damit ist nicht dieses antisemitische Motiv der 30er und 40er Jahre gemeint, sondern die meinen als Opfer. Ja, sie wollen den als Opfer bezeichnen und zwar einer besonders tabuisierten, besonders verfangenen oder besonders verfangenden Ausdrucksweise. Ja, die wissen ja darum, wie schnell die Lehrerinnen da an die Decke gehen, wenn solche antisemitischen Ausdrücke genutzt werden. Das wissen die, das nutzen die auch, weil das deren, ja, irgendwie ist es deren Aufgabe wahrscheinlich. Ja? Jugendliche müssen immer das nutzen, was die Leute zum Ausrasten bringt. Aber diese Sekundärstigmatisierung, die lässt sich halt nicht von der Hand weisen. Ja? Also bei denen prägt sich dann auch wieder ein, Jude und Opfer. Also das wird dann auf Judentum wieder und auf Juden übertragen. Und das ist halt dieser, ja, die Beschissenheit der Dinge. So. Aus einem anderen Gespräch mit dir wollte ich ein Beispiel dazu nehmen, was interessant ist oder wozu ich meine Frage stellen will. Wie verhält es sich jetzt mit dieser Frage, wenn so ein Wort wandert in andere Kontexte, schleppt es diese semantischen Altlasten jetzt mit oder nicht mit? Also das ist ja teilweise die Frage, also wenn jetzt jemand sagt, ich benutze das und meine damit überhaupt nicht Juden, ich meine damit irgendwie eigentlich Vollidiot oder sonst irgendwas, so ist das ja gar nicht intendiert und deswegen sollte ich dafür nicht angegriffen werden. Und dann sozusagen die Frage ist, ich glaube, du hattest auch über die Frage, wie diese Frames mittransportiert werden. Genau, ist das eine legitime Verteidigung? Wenn man sich andere Beispiele anguckt, würde man sagen, also ich würde jetzt intuitiv sagen, bei dem geht das gar nicht. Ne? Mhm. Aber bei anderen Sachen, du hattest zum Beispiel dieses schöne Beispiel der Lusche, was ja jetzt aus unserer heutigen Sicht ein relativ harmloses Schimpfwort wäre, wo man eben so eine totale, wenn man sich, kannst du ja vielleicht gleich mal ausführen, wenn man sich da sprachgeschichtlich beschafft, ist schon ein problematischer Begriff. Und andersrum zum Beispiel, wenn man sich anguckt, welche Aggressivität oder Härte in dem Begriff Fotze zum Beispiel liegt, ist ja auch sozusagen sprachgeschichtlich nicht zu erweisen. Dann könnte man sagen, eigentlich war das mal ein harmloser Begriff und hat sich jetzt eben so gewandelt. Also hast du da irgendwie eine Art, wie du dich zu diesen Verhältnissen verhältst und woran man das festmachen kann, wo das jetzt irgendwie mittransportiert wird, wo es abgestriffen wird und ja. Genau. Ja, lässt sich immer gar nicht so einfach, also man muss da immer einzelne Wortgeschichten sich anschauen. Ja, bei Lusche war es ja so, das betrifft auch die läufige Hündin. So war eigentlich ein Dialektausdruck für eine läufige Hündin mit wie im Englischen Bitch, ja, also das Gleiche. Und man hat dann die entsprechenden Attribute eben erst auf Frauen und dann eben auf schwächelnde Männer irgendwie übertragen. So, heute ist es so allgemein jemand, der, ich weiß gar nicht, ob Lusche, ob ich das als geschlechtsspezifisch überhaupt noch wahrnehme, ja. Aber solche Sachen, solche Aufladungen, die verschieben sich permanent durch Gebrauch, durch je nachdem, wie fokussiert wird. Anderes Beispiel ist ja Idiot, das hatten wir ja auch mal. Das ist heute ein ganz allgemeiner Ausdruck für jemanden irgendwie, der sich dämlich verhält, trottelig verhält, irgendwie, der sich nicht, der irgendwas Dummes tut. Ja, so ein Idiot halt. Das ist aber nicht mehr das, was es zum Beispiel im 19. Jahrhundert war. Jemand, der also als schwachsinnig galt, jemand, der wirklich Mental Issues hatte, der, wo das wirklich genutzt wurde, um eine geistige Krankheit noch damit zu meinen. Und vorher war das natürlich, also so im Lateinischen und Griechischen, in dieser Etymologie war das eben ein Ausdruck relativ allgemein für eine private Person, für einen Laie, für den gemeinen Mann. Und über diesen gemeinen Mann kam es dann eben, dass es irgendwann als der ungebildete Mann und über diese Ungebildetheit ist es dann eben der schwachsinnige Mann. Und das sind dann solche Abwertungsspiralen, die man da hat und solche Desemantisierungen dann bis heute, sodass dann
heute nicht mehr auf den Geist komplett schließt und dass irgendwie ein Mann sein muss. Gut, bei Idiot war das jetzt nicht so, aber so überformt sich das permanent. Man nutzt diese Begriffe immer wieder, man verschiebt immer wieder das Sagbare in irgendeine Richtung und schon schleift sich schon spielt sich eine neue Bedeutungstendenz ein. Und man kann aber nicht sagen, ich meine es wie im Lateinischen. Also ich meine das doch ganz, man kann nicht rumgehen, die Leute Idioten nennen und sagen, ja, ich meine es doch eigentlich ganz lateinisch. Ja. Dann gibt es auf die Nase irgendwann. Ja. Und das ist eben auch das Beispiel, wo es interessant ist, weil wir bei mancher solcher Wörter haben wir eben noch auch synchron, also zur Jetztzeit in Gruppen Unterschiede, was diese Bewertungen angeht. Zum Beispiel das N-Wort, ja. Da wird es in unserer Generation wahrscheinlich niemanden geben, der nicht mal irgendwie so eine leidige Geburtstagsfeier über sich ergehen lassen musste, wo dann irgendein älteres Mitglied der Familie das N-Wort genutzt hat und das noch nicht mal bös gemeint hat, aber permanent dieses, hier N machen doch immer schöne Musik zum Beispiel. Eine Sache, die für uns heute überhaupt nicht mehr möglich ist, dieses Wort irgendwie unrassistisch, neutral, beschreibend auf die Gruppe der schwarzen Menschen zu beziehen. Funktioniert, geht nicht. Also wir haben die linguistische Kompetenz zu wissen, okay, das ist für uns heute ein offensiv rassistisches Schimpfwort. Die ältere Generation hat das aber so nicht gelernt. Die hatten nicht diese metasprachlichen Diskurse damals, ja? Wie wir heute. Heute wissen wir über Political Correctness-Diskussion, dass besonders die Gruppe, die damit bezeichnet wird, ein Problem hat und sich damit beleidigt fühlt. Und ja, über diese Diskussion hat sich auch die Wahrnehmung dieses Begriffs in der Gesamtgesellschaft verwandelt. Aber eben nicht bei älteren Sprecherinnen und Sprechern, außer sie sind natürlich sehr interessiert daran und beteiligen sich an diesen Diskursen. Aber viele Ältere nutzen den nach wie vor, neutral will ich das immer nicht nennen, ja, weil die ganze kolonialistische Perspektive, diese Überhöhung, da diesen Begriff eingebacken ist, das kriegt man da gar nicht raus. Aber die können, und das ist sprachwissenschaftlich wieder das Interessante, die können dieses Wort in einen positiven Kontext einbauen, ohne dass da für die irgendeine Diskrepanz entsteht. Ja, wir können nicht, also ich kann es überhaupt nicht nutzen, außer jetzt im Unterricht, um dieses Wort als Schimpfwort, als rassistischen Ausdruck zu markieren. Aber ich kann es nicht in einem positiven Kontext darstellen. Gibt es denn jetzt, in dem mehr darüber gesprochen wird, dass man eben politisch korrekter sein muss und sensibler mit bestimmten Themenbereichen umgegangen werden muss, gibt es seitdem auch die Tendenz, dass aus diesem vielleicht inzwischen neu wahrgenommenen Tabubereich mehr Schimpfwörter stammen? Oh, das habe ich noch nicht gemessen. Oder? Ah. Das ist dann mein Thema für eine Messung. Ja, also immer wenn man, das ist das Ding, also immer wenn man ein Wortfeld irgendwie verschiebt, passiert was mit dem gesamten Wortfeld. Also passiert immer irgendwas. Und dadurch, dass wir so Bubbles, politische Bubbles haben, verschiebt sich da immer irgendwas, aber nicht für alle. So, manche beharren drauf und um die geht es mir ehrlich gesagt auch nicht. Also die auf diesen rassistischen Ausdrücken, die sich des rassistischen Gehalts bewusst sind, aber einfach drauf drängen, diese weiter zu verwenden, ja, um die geht es mir nicht. Die sind halt nicht erreichbar. Aber diejenigen, denen man erklären kann, dass man das N-Wort nicht nutzen kann, wie man genauso wenig wie man Idiot heute zu den Leuten sagen kann, ohne die zu beleidigen, ja, um die geht's. Was sagst du denn dann in dem Zusammenhang zu diesem Mechanismus, dass sich so eine, sagen, über so einen Begriff beleidigte Gruppe diesen Begriff dann selber annimmt und sozusagen wie so eine Monstranz vor sich herträgt? Das gibt's ja auch mit Bitch oder Queer. Mhm. Und so, dass man sagt, ja, okay, ihr beschimpft mich als Bitch oder als Queer oder N-Wort-mäßig. Das ist ja gerade im Hip-Hop dann so. Dann nehme ich gerade diesen Begriff an und setze mir auf die Fahne oder schreibe mir auf die Fahne. Mhm. Ja, was ist das für ein merkwürdiger Mechanismus? Und geht das auf? Oder ist das auch ein Mechanismus, der dazu führt, dass wir zu dieser Ungleichzeitigkeit kommen, dass eben in so unterschiedlichen Bubbles so ganz verschiedene Vorstellungen von der Gebrauchsqualität dieser Begriffe herrscht? Also es sind so Appropriationsprozesse. Und ob die immer aufgehen, kann ich echt nicht sagen. Also man braucht eine gewisse Community, die das mitträgt. Man braucht eine Reichweite. Die hat nicht jede Community. So, das funktioniert nicht überall. Das muss, ja, wie du sagst, wie so eine Monstranz vorangetragen werden.
Man muss da ziemlich selbstbewusst mit auftreten können. Ja? Also Bitch in so feministischen Rap-Kontexten, da passiert das immer stärker, dass es so als Selbstbezeichnung genutzt wird. Ob das bei Bitch funktioniert, so wie es bei Schwul im Deutschen auch funktioniert hat, weiß ich nicht. Also Schwul war ja ursprünglich auch schon immer von Schwül an Schwül angelehnt eine Bezeichnung, um homosexuelle Männer abzuwerten. So. Und heute ist es so weit geläutert, dass man mit Schwulen, wenn man sagt, das ist ein schwuler Mann, dass man damit keine Abwertung impliziert. Da ist keine Abwertung enthalten. Also nicht im normalen Sprachgebrauch. Also es kann auch funktionieren. Ob das bei allen funktioniert, ist fraglich. Das N-Wort im amerikanischen Rap, da wird es natürlich nur gruppenintern verwendet. Das kannst du, da heißt es, ja, ich darf das nicht verwenden. Ja, da, klar, natürlich nicht. Weil man ja erstens nicht zur Leidensgemeinschaft gehört, ja, und zweitens sogar dann als weiße Person auch noch zu der Gemeinschaft gehört, wenn auch nicht direkt, aber historisch eben zu der Gruppe gehört, die dieses Leiden verursacht hat, das dann hinter diesen Begriffen steckt. Also man muss sich ja immer vorstellen, dass hinter diesen Begriffen auch eine riesige, jahrhundertelange, jahrtausende alte zum Teil Gewaltgeschichte. So eine Gewaltgeschichte dahinter steht. Und ja, das wäscht man sich nicht einfach weg. Und das sind die Mechanismen, die man kann da nicht so eins zu eins denken. Man kann nicht sagen, wenn die das dürfen, will ich das auch sagen dürfen. Das funktioniert nicht. Aber das ist wirklich immer sehr schwer vermittelbar. Gibt es denn irgendwie so Konjunktur und danach dann auch wieder einen Absturz von einem Schimpfwort? Also kann man beobachten, dass wenn ein Schimpfwort jetzt gerade wirklich in aller Munde ist, dass es danach dann auch wieder normaler wird und nicht mehr die Heftigkeit in der Reaktion erzielt oder im Ausdruck vollbringt? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ob es Wörter gibt, die wieder hochkommen. Mhm. Also das ist gut möglich, aber für gewöhnlich gibt es da so die Gauss-Kurve. Ja, verwenden ein paar wenige, die ganz coolen, die ganz pfiffigen, dann benutzen es alle und danach fällt das Ding wieder runter und dann gebraucht es keiner mehr, weil es alle gebrauchen und die Bedeutung entsprechend abgeschliffen ist. Daran ein bisschen anknüpfen oder an das, was du gerade gesagt hast. Was ich noch interessant finde, auch an diesen Schimpfwörtern oder an diesen Beleidigungsvokabeln, das ist ja nicht selten so, dass die so eine In-Group produzieren, ne? Und dass die dann auch teilweise so funktionalisiert werden, um so eine In-Group halt zu markieren. Also ist, und das finde ich eben gerade zum Beispiel unter, eben auch in den Hip-Hop-Kontexten, aber vor allen Dingen auch so unter, auch gerade unter männlichen, aber auch unter weiblichen Jugendlichen, die das ja auch nutzen, um irgendwie einen Nähebereich zu markieren oder eine Intimität oder sowas. Könntest du dazu nochmal sagen, wie das funktioniert? Dass dieses ganze wunderbare Funktionsspektrum von verbalen Gewaltäußerungen, also das ist absurd, ne? Also eine sprachliche Abwertung kann zum einen so dazu führen, dass ganze Personengruppen so abgewertet werden, dass wir es völlig okay finden, die auszugrenzen und denen politisch, nicht nur politisch, sondern auch körperliche Bösartigkeiten anzutun. Also dazu kann es führen. Auf der anderen Seite nutzen wir das in einem besonderen Nähebereich, so unter Freunden, unter Eltern und Kinder. Also Eltern nennen ihre Kinder Scheißer irgendwie. Ja. Ich habe einen Freund, der hat ein sehr großes Vokabular dahingehend und beleidigt alle seine engen Freunde mit immer eigenen neuen Kreationen. So ein Konditor, was das angeht. Aber das drückt ja nie eine Abwertung aus, sondern da drückt es ja wirklich die Nähe aus. Das ist ja genau das. Also dass man davon ausgehen kann, dass diese Schimpfwörter, Beleidigungswörter auch mehrere Bedeutungsebenen haben. Also einmal die rein referenzielle. Also so mit einem Begriff kann ich auf eine Personengruppe mich beziehen. Ja? Dann weiß ich auch, wenn ich das N-Wort nutze, auch wenn ich das nicht teile, diese Abneigung, aber ich weiß, welche Personengruppe damit gemeint ist. Das ist linguistische Kompetenz. Ja? Wir wissen das, was wer damit gemeint ist. Aber wir wissen auch, dass damit noch eine Beleidigung einhergeht, ein Beleidigungsgrad. Wir wissen auch, dass zwischen den beiden N-Worten, die im Deutschen so kursieren, dass es da auch nochmal skalare Unterschiede gibt. Ja? Und wir drücken, wir jetzt nicht, aber in den Zirkeln, also jetzt schwarzer Rap-Musiker in USA, da wird dieses Wort ja dann auch genutzt und dieses N-Wort hat da auch die gleichen Bedeutungskomponenten. Allerdings wird da dann nochmal nur die expressive, nur die emotionale
Seite dann aktualisiert. Und das ist das, was diesen Wörtern immer anhaftet. Das ist auch das, warum dialektale Schimpfworte so ein wichtiges kulturelles Erbe sind, ja, wo Leute so richtig traurig sind, dass das weggeht, weil damit eben so eine gewisse Nähe verbunden wird. Nichts lieben die älteren Leute auf dem Land mehr als ihre dialektalen Schimpfworte. Was gibt's denn da so für welche? Also jetzt ich komme aus dem Westerzgebirge und da sind so die, mein Liebstes ist sowas wie Pfarrnast und Frastop und Blots. Ja. Das sind Sachen, die sind für mich sind die wichtig. Irgendwie fühlen die sich für mich gut an. Für andere aus anderen Dialektregionen funktionieren die Dinger nicht. Ja, da muss man dann, in Hessen ist dann sowas, so Hanebambel, das ist jetzt zumindest das, was mir am besten gefällt bisher. Ja, und gibt es dann ganz viele. Und dann werden, sobald man das anspricht, fangen die Leute an, kriegen die leuchtende Augen und hauen ihre ganzen schönen Schimpfworte raus und freuen sich. Ja? Also das ist überhaupt nicht, die nutzen die gar nicht so richtig, um zu beleidigen. Ja? Das ist was ganz anderes, eine ganz andere Beleidigungsdimension als diese standardsprachlichen Schimpfworte, die wir jetzt eben besprochen haben, ja? Die also wirklich eine politische Dimension haben. Diese haben dann meistens nicht ganz so eine riesige Aufladung, auch weil sie eben nicht so eine Reichweite haben und damit nicht so eine politische Realität werden. Und worin genau unterscheiden die sich dann? Also ganz genau, weil du jetzt meintest, die eine politische Dimension haben, werden anders genutzt und die diesen dialektalen Ursprung haben, sind dann eigentlich inzwischen schon wieder reingewaschen? Nee, nicht reingewaschen, aber ein Frastop. Mhm. Wenn ich dich ein Frastop nennen würde, dann, ja, genau. Ratlose Blick. Ganz genau. Du weißt einfach nicht, was das heißt. Ja, das ist halt das Ding. Man weiß einfach nicht, was damit gemeint ist. Und entsprechend hat man damit keine Reichweite. Man kann also nicht in so einem großen Maß eine Ausgrenzungspolitik betreiben, wie mit solchen anderen Wörtern. Ja? Also das heißt, das ist auch so ein identifikationsstiftendes Moment. Ja. Okay. Wobei man ja schon sagen muss, dass so gerade Schimpfwörter und Beleidigungen auch deswegen ja für Slang und so interessant sind, so viele neue Formen immer kommen, weil es eben ja doch relativ eindeutig ist aus der sozusagen Pragmatik heraus. Wenn ich sage, du Kuchengabel oder du Vollidiot oder so. Also ich meine, allein schon durch diese Platzierung habe ich ja die Möglichkeit, dann eben mal zu sagen, du Kunde oder du Otto oder was es da alles schon gab. Und also insofern ist das doch auch schon irgendwie was, wo eine, also gerade so bestimmte Wandelbarkeit schon angelegt ist, ne, über diese Funktionalität, oder? Ja, klar. Also da hat man eben immer so einen Wandel. Also und eben auch so eine gewisse Konventionalisierung, die für so eine gewisse Zeit aktiv ist, solange dieser Ausdruck eben irgendwie gut ist. Also Flasche zum Beispiel funktioniert bestens. Ich kann jemanden eine Flasche nennen, dann weiß ich auch, was gemeint ist. Ich kann aber niemanden eine Trinkflasche nennen. Ja, so, was jetzt erstmal die gleiche Referenz irgendwie ist, aber das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. So, wir gewöhnen uns an diese Begriffe. Wir nehmen diese Begriffe mit diesen Konnotationen wahr. Und wir haben nicht so, also wenn wir Flasche haben und Trinkflasche, wir könnten uns jetzt sonst noch andere Gefäße ausdenken, die haben alle eine ähnliche Form und sind irgendwie ähnlich, aber die haben nicht alle diese Bewertungen, die haben nicht alle diesen Abwertungsbeiklang. Ja? Also die haben nicht diese Konnotation. Das ist schon interessant, ne? Also weil mir auch jetzt nicht einfällt, was hat die Flasche Schlimmes angestellt, um sinnbildlich für irgendwie eine abzuwertende Person steht. Ja, also so die leere Flasche, ne? Das ist dann kein Gehalt, keine Substanz. Genau, substanzlos. Dann irgendwie ist damit auch immer so eine Impotenz verbunden und das sind immer solche Abwertungen, die da. Ja, wahrscheinlich ist es einfach die leere Flasche tatsächlich, die Impotenz. Wieder so ein phallisches Symbol gibt es ja, eine Menge auch. Würde ich direkt gerne anschließen, weil das ist scheinbar etwas, was wir auch so ein bisschen durchzieht, so Machtfragen. Also so die irgendwie, offensichtlich hat das mit der Beleidigung und den Schimpfwörtern auch immer sowas mit Hierarchisierung zu tun. Du sagst ja auch Wertungen, ne? Also sozusagen immer so High-Low-Strukturen irgendwie. Ne? Der Beleidigungsakt an sich ist ja schon irgendwie ein Machtakt, oder? Mhm. Ja, klar. Vielleicht könntest du dazu noch ein, zwei Sachen sagen. Und eine Sache, die ich besonders spannend fand, als wir uns damals bei der Tagung auch darüber unterhalten haben, ist, dass du auch gesagt hast, vielleicht gibt es auch sowas wie ein, oder sollte es sowas geben, wie so ein Recht auf Beleidigung gegenüber irgendwie Staatsgewalten oder wir hatten ja damals auch rund um Böhmermann und so und
dann auch mit Putin und ähnlichen Leuten, also ob es da nicht auch so ein Recht geben sollte, sozusagen, dass aus einer Möglichkeit, aus einer Ohnmacht raus oder auf eine Ohnmacht zu reagieren. Ja, also jetzt gerade, ne, wenn man Tagesschau anmacht und da kommt wieder Putin, da fällt einem schon einiges ein. und ja, ob das ein Recht darauf geben sollte, das da ist jetzt nicht meine Kompetenz, aber würde ich jetzt... Es ist nützlich, es ist auf jeden Fall nützlich. Und ich glaube, Menschen mit einer hohen Machtposition sollten einfach mehr, müssen halt einfach mehr aushalten können. Wenn deren Handeln negativ auf so viele Menschen einwirkt, dann müssen sie das auch ertragen, dass sie mal beleidigt werden, denke ich. Aber ich will da jetzt auch keine Rechtsprechung irgendwie. Da wir jetzt gerade das Machtgefälle haben, wollte ich dich nochmal fragen, wir haben auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber über die Frauenbegriffe und wie sich das historisch so abgezeichnet hat. Wir haben ja über das mittelhochdeutsche Herre und Frauwe und wie diese Begriffe dann eigentlich eben im Laufe der Zeit immer weiter abgewertet wurden, und zwar auf der Seite der Frau mit dem Begriff auch noch Wieb. Und dann eben ganz zum Schluss würde ich dann gerne bei dem Begriff auch Bitch landen, bei dem ja wieder eine Aufwärtsbewegung gerade zu verzeichnen ist. Und es würde mich sehr interessieren, was du jetzt dazu denkst. Also bei diesen Frauenbezeichnungen gibt es einen tollen Aufsatz auch von Frau Nübling. Ja, es ist halt immer so, dass Frauenbezeichnungen sehr viel häufiger Abwertungsspiralen durchleben als Männerbezeichnungen. Und das liegt halt letztlich daran, dass über Jahrhunderte fast nur das Sprechen und Schreiben der Männer dokumentiert wurde. So. Und Wert hatte, ja, Machtgefälle war auch immer so eine Sache. Und das Wieb im Mittelhochdeutschen war der gewöhnliche Ausdruck für die Frau, die Ehefrau. Also das war wie heute Frau. Ungefähr diese neutral-deskriptive Bedeutung konnte man da im Mittelhochdeutschen dafür ansetzen. Und für die höherstehenden Frauen, die Edelfrauen, das waren eben Fröwe. So. Und da ist dann so diese Theorie immer, dass, dass man so diese Höflichkeits-Galanterie-Prinzip, ja, dass man Frauen immer gegenüber sehr höflich ist und dann immer eins höher greift und deswegen Fröwe, und durch diese, was wir vorhin auch hatten, ja, diese Abschleifungsprozesse, Gewöhnungsprozesse, dann irgendwann die Expressivität des Fröwe nicht mehr verfängt und dann irgendwann die Fröwe eben die normale Frau ist, und dann braucht man wieder einen Begriff, dann die Dame irgendwie. Aber das verkennt ein bisschen, dass das nicht bei allen Wörtern funktioniert. Ja? Also sowas wie Fräulein und solche Begriffe, die sind eben immer funktionalisiert. Ja? Die Magd als die Jungfrau ist irgendwann funktionalisiert zu einer Berufsbezeichnung geworden. Man kann sich auch anschauen, was aus Jungherre und Jungfraue geworden, also die beiden von edlen Personen, von edlen Familien, jeweils die Kinder. Der Junge war der Jungherre, also der junge Herr, und die Jungfraue, die junge Frau. Und aus dem einen ist die Jungfrau geworden und aus dem anderen der Junker im heutigen. So, ja, man hat dann so, ist ein schönes Beispiel, weil man da immer so die Perspektivierung sieht. Und ein dramatisches Beispiel, was man auf Duden zum Beispiel, Duden Online, einfach nachschauen kann, das hatte ich im Kurs mal gemacht. Man braucht bloß mal Mädchen und Junge eingeben und dann kommen so die Kollokationen, also die häufigsten Wortverbindungen. Und das ist relativ heftig, weil man dann bei Junge so ein paar Altersangaben findet und Weinen, wobei dieses Weinen sehr häufig im Kontext dann wahrscheinlich mit Nicht-Weinen, also in Negativierung auftaucht. Und ja, weiß ich gar nicht, was da noch alles war, also so Streiten irgendwie. Und bei Mädchen kommt halt auch so ein paar Jahresangaben, aber viel häufiger kommt da eben hübsch noch mit, und eben auch vergewaltigen war da ziemlich weit oben. Und das ist eben, das zeigt halt, also das ist ja nur eine Berechnung, wie häufig ein Wort in welchem Kontext mit welchen Wörtern korreliert, wie häufig, also die Kollokationsstärke, wie groß die Kollokationsstärke bei diesen Ausdrücken ist. Und so kann das ein bisschen als ein Maß darüber verstanden werden, wie über im Durchschnitt, im gesamten Durchschnitt der Texte, die da in diesen Korpus eingeflossen sind, wie Begriffe kontextualisiert werden. So kann man es eben ein bisschen sichtbar machen. Und das ist dann so diese gesamte Masse, die dann durchschwimmt, wo man dann gewisse Verschiebungen wahrnimmt. Aber wo man immer noch sieht, dass über Frauen anders und Mädchen anders gesprochen wird als über Jungs. So, im gesellschaftlichen Durchschnitt. Das leuchtet mir unmittelbar ein. Aber
ist das sozusagen, das macht sich ja sicherlich nicht nur so auf einer Wortebene bemerkbar, sondern ist eigentlich mehr in so einer Gesamtkonzeptionslogik, glaube ich, dann. Ne? Also weil du gerade auch diese Impotenzgeschichte, wahrscheinlich kann man doch nachvollziehen, dass sozusagen diese Frage von du bist impotent in einem sexuellen, aber vielleicht auch in einem, also kannst Dinge nicht, also irgendwie unzureichend in deinen Fähigkeiten, dass das etwas ist, was irgendwie so eine latente männliche Kodierung hat, also in der ganzen, in unserer ganzen Beleidigungspraxis, oder? Wäre es sowas moralisch, hier diese ganzen Fragen von du bist eine Schlampe oder du bist irgendwie sexuell aktiv, dass wirklich so eine, so immer noch so eine weibliche Konnotierung ist, die nur in so einem weiblichen Kontext funktioniert, als konzeptionelle Metapher oder wie man das so nennen will. Genau, das wäre letztlich die Weiblichkeitserwartung als Gegenpol zu diesen Potenz-Männlichkeitserwartungen. So müssen Frauen halt traditionell irgendwie moral integer sein. Die dürfen jetzt nicht irgendwie sexuell selbstbestimmt sein. Ja. Und auch diese Hässlichkeit, Schönheitsgeschichte, genau, auch sehr weiblich. Weil das ja immer aus einer männlichen Perspektive heraus geschieht. Verfügbarkeit, Schönheit, irgendwie so, dass es dem Mann eben dienlich ist. Das ist so die historisch, so ist es eben. Ja, aber ja, ich glaube, das ist sehr präsent. Also, und ich glaube, da sich durch. Ist noch nicht viel passiert. Ja. Also passiert schon was, aber ich glaube, sprachlich hat sich das noch nicht ganz so niedergeschlagen. Also wird sich auch erst dann niederschlagen, wenn wirklich ein sehr breiter Ausgleich stattgefunden hat. Wir haben ja jetzt auch schon häufiger das Wort Framing genutzt und da wollte ich dich einmal fragen, wie das ganz genau funktioniert eigentlich. Ach, wie es ganz genau funktioniert, kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Aber Framing ist letztlich auch ungefähr das, was wir gerade eben mit den Kollokationen hatten. Also ein Frame ist das, wie unser Wissen letztlich strukturiert ist. Wir haben ein Wort oder eine Situation und wir wissen ungefähr, was da dazugehört, welche Elemente wir damit verknüpfen und was wir weglassen können im Gespräch. Wenn ich sage, ich bin mit dem Fahrrad da, dann wisst ihr, dass ich das Fahrrad nicht in Einzelteilen in einer IKEA-Tüte hierher geschliffen habe, sondern dass ich eben da irgendwie drauf saß wahrscheinlich. Und ihr wisst auch, wie groß dieses Fahrrad ungefähr war. Ihr wisst, dass es nicht irgendwie hausgroß ist oder 8 Räder hatte, irgendwie sowas. Also man hat dann solchen eben so festes Wissen. So, das ist so ein. Und genau hier setzt das auch an, weil diese Wissensbestände sind natürlich nicht bei jedem gleich. Wir haben individuelle Kompetenzen und diese Kompetenzen sind dann eben jetzt auch nochmal gruppal verschieden. Ja, und das ist, dieses Framing ist halt genau sowas. Aber zum Framing gehört eben noch mehr dazu. Zum Beispiel kann ich, ein sehr drastisches Beispiel ist, wieder so ein Antisemitismus-Beispiel, ja. Im 19., 20. Jahrhundert sind Juden sehr häufig mit der Metapher Ungeziefer zusammengebracht worden. Und wir haben, wenn wir Jude sagen, haben wir schon unseren Frame. So alles, was wir so gelernt haben und da an dieses Konzept anpacken. Wenn wir jetzt dieses Konzept noch mit dem Konzept Ungeziefer verbinden, dann kommt automatisch, dann werden die beiden Konzepte gemischt und wir können jetzt alles, was Ungeziefer noch in uns auslöst, nämlich Ekel und Abwehrhaltung und Maßnahmen, die man gegen diesen Ekel vornimmt, auf das Konzept Juden übertragen. Und das ist genau das, was letztlich passiert ist. Also wo man auch sieht, welche Dramatik das hat. Ja? Das ist nicht einfach nur, es sind nicht einfach nur Wörter, irgendwie, die so rumliegen und die man mal sagen kann irgendwie. Wörter haben immer eine große Bedeutung. Und das kann, ja, wenn es sich zu sehr konventionalisiert, wenn Leute sich daran gewöhnen, eine Menschengruppe als Ungeziefer zu bezeichnen, ja, wir wissen, was passiert ist, ja, dann ist es eben, dann sind eben auch Maßnahmen gegen Menschengruppen wie gegen Ungeziefer irgendwann auch nicht mehr ganz so schlimm, weil, ja, okay, weil unser Gehirn sagt, okay, stimmt, ist ja Ungeziefer, dann können wir ja das auch behandeln wie Ungeziefer. Ja, wir haben dann weniger kognitive Diskrepanzen, wenn wir das hören, als wenn wir sagen würden, ja, Juden, das sind alles, ist mein Nachbar irgendwie, das sind nur Leute, die sind, ja, wir haben irgendwie 80% irgendwie identisch, haben ein paar andere Traditionen, aber ja, so funktioniert es nicht, so kriegt man die Leute nicht dazu, massiv antisemitisch, menschenfeindlich zu handeln, ja, wenn man solche Frames positiver besetzt. So, aber ja, weiß nicht, ob das jetzt gut verstanden wurde. Ja, aber so ein Frame ist letztlich der Wissensrahmen, den wir um ein Konzept haben. Und je nachdem, welche Wissensrahmen wir verknüpfen, ja, passiert eben was oder nicht.
Und je nachdem, wie viele Leute, wie groß die gesellschaftliche Gruppe ist, die diese Frames verknüpfen, diese Assoziationen verknüpfen, je nachdem, nimmt das Fahrt auf oder nicht. Also es ist immer so eine gebrauchsbasierte Sache. Ja? Also Deutungen wandeln sich immer je nach Gebrauch. Wenn eine Gesellschaft sagt, oder wenn eine Gesellschaft, das wird ja meistens nicht intendiert, außer jetzt bei so politisch instrumentalisierten Sachen, wie in dem Fall jetzt gerade, ne? Da ist es natürlich instrumentalisiert. Aber für gewöhnlich läuft Sprachwandel jetzt so nicht ab. Ja? Für gewöhnlich läuft das von selbst ab und aus Versehen, also so eher so unintendiert. Ja? Also wenn ich jetzt ein Schimpfwort habe, das ich nutze, weil ich dir zeigen will, wie cool ich bin, was ich für ein feiner Kerl bin, wie kreativ ich bin, ja, was wie in diesen Battle-Rap-Kontexten, und das nutzen die Woche drauf alle anderen auch, dann schleift sich das ab. Aber keiner von denen hatte vor, das abzuschleifen. Keiner hatte vor, dieses Schimpfwort zu depriorisieren. Ja? Keiner wollte, dass dieses Wort weniger Schimpfwortcharakter besitzt, sondern alle wollten eigentlich nur beschimpfen und irgendwie cool sein. Aber das ist dann so eine unintendierte Folge von gleichgerichteten Handlungen. Ja. Ich würde vielleicht auch schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, zum Ende kommt, aber trotzdem eine Frage jetzt nochmal mit einer Aussicht auch oder dich als Experten dazu befragen. Also wir haben ja so ein bisschen dieses Label Medienreflexionskompetenz. Und mir scheint, dass die Frage, wie man Beleidigungen wertet, einschätzt, wie man die überhaupt bestimmt, tatsächlich eine wahnsinnig zeitgemäß ist. Eine irgendwie so rund um die größten Kulturkämpfe. Wir haben ja angefangen von Winnetou bis Leila oder was weiß ich was. Fragen, wo es darum geht, was darf man überhaupt noch sagen? Werde ich hier bevormundet? Wer fühlt sich beleidigt? Darf sich beleidigt fühlen? Und da gibt es ja irgendwie eine große Spaltung in der Gesellschaft, hat man den Eindruck, dass man gerade diese generellen Spaltungen oft auch daran festmacht, sozusagen, da will mir jemand den Mund verbieten, versus da werde ich permanent beleidigt oder abgewertet. Siehst du irgendwie eine Chance, wie man mit ein bisschen mehr Reflexionswissen oder Reflexionsniveau da vielleicht irgendwie auch harmonisierend oder sozusagen auch mal Missverständnisse aufdeutet oder vielleicht immer wieder aufeinander zu bewegen könnte? Das ist so ein bisschen die Hoffnung mit meinen semantischen Potenzialen, dass man das eben überhaupt erstmal erklärt richtig, ja, was da zugrunde liegt. Also man kann jetzt bei dieser Geburtstagstafel den alten Leuten sagen, ihr seid alle Rassisten. Ja, wird natürlich dazu führen, dass die Reaktanzverhalten zeigen, ja, dass die sagen, ja, spinnst ja wohl. Wird nicht dazu führen, dass sie das Wort nicht mehr nutzen, sondern man muss irgendwie denen vermitteln, warum das Wort nicht okay ist, warum sich da was geändert hat. Und ja, es gibt eben eine Menge solcher Diskurse und in unserer Generation gibt es eben eine Menge metasprachlicher Diskurse darüber, welche Worte okay sind und welche Worte nicht. Und es ist schon so, dass eben an vielen Gruppenbezeichnungen häufig noch verbale Gewalt festgemacht werden kann, die den Leuten vielleicht nicht mehr bewusst ist, aber was besonders den Personengruppen, die damit angesprochen werden, bewusst ist. Ja? Also Beispiel, was mich jetzt selbst betrifft irgendwie, das geht mir ein bisschen leichter über die Lippen, ne? Also so der Ossi irgendwie. Passiert einem manchmal, wird man so als Ossi bezeichnet. Und das ist aber, das hat jetzt nicht annähernd diese Dimension wie diese anderen Wörter, aber sprachwissenschaftlich funktioniert es genau so. Ne? Es ist eine Klassifizierung und man wird mit einer Gruppe identifiziert, wo man jetzt sich als Individuum erstmal gar nicht so für zuständig fühlt vielleicht. Ja, irgendwie. Und wenn man dann erklärt, wenn man es irgendwie schafft, zu visualisieren und irgendwie zu vergegenständlichen, was die Unterschiede sind in der Wahrnehmung und was es ausmacht. Also wenn man zu einer betreffenden Gruppe nicht gehört, solche Worte zu verwenden, ja, man nutzt automatisch eben andere ein anderes semantisches Potenzial. Ja. Also vielleicht, um es noch ein bisschen präziser zu machen, zum Beispiel das Wort Wende, da kriegt man es vielleicht ganz gut hin. Ja. Leute aus dem Westen und Leute aus dem Osten können mit dem Wort Wende wunderbar gleich auf das politische Ereignis referieren, das historische Ereignis. Kein Problem. Aber die Konnotation dahinter sind andere. Die Erfahrung mit der konkreten politischen Zeit
mit dem Umbruch, die persönlichen Umbrüche, sind ganz andere. Und entsprechend sind diese Worte auch ein bisschen, haben die Worte immer so ein bisschen ein anderes semantisches Potenzial. Also, ja, diese, weil die Bewertung auch Teil der Semantik ist. Und das ist auch bei Schimpfwörtern so. Je nachdem, zu welcher Gruppe du gehörst, wirst du das härter empfinden. Das müsste man messen, das ist alles möglich. Da ist aber noch nicht allzu viel gemacht. Ja, man könnte so Hautleitmessungen machen, ob ein Begriff verfängt, ob ein Begriff wirklich eine körperliche Reaktion auslöst. Dann könnte man erstmal überhaupt richtig feststellen, was denn so, ob die Leute das wirklich nicht so wahrnehmen. Dann könnte man überhaupt erstmal, ne, das ausdrücken, was da, also anders, also wenn ich behaupte, ich empfinde das Wort nicht so schlimm und ich werde so genannt und dann wird gemessen, ob ich irgendeine Hautreaktion habe, das lässt sich ja darstellen. Ja? Also beliebt, weil du es auch schon mal angesprochen hattest, das Wort Fotze. Ja? Man kann jetzt sagen, ja, im Bayerischen ist das ein Dialektwort, Furzen. Irgendwie, das ist zwar immer noch irgendwie despektierlich, aber das meint auch sowas wie Gesicht oder Tasche irgendwie. Ja, es ist nicht nur es ist im Dialekt nicht nur reserviert auf als Pejorativum für Frau. So, wenn die Leute jetzt zum Beispiel so, das ist ja rechte Sprichfurzen, ja, und meinen damit jemand, das ist jemand, der irgendwie die ganze Zeit rumlabert. Ja, dann unter uns jetzt, wir sind jetzt keine bayerisch Sprechenden hier im Raum wahrscheinlich, nein, wird das mindestens irritieren, dieses Wort. Ja? Einfach weil wir nur den standarddeutschen Begriff kennen, nur dieses Pejorativum. Aber wenn du einen Dialekt noch gelernt hast und also quasi eine divergierende linguistische Kompetenz hast, nämlich noch die dialektale Kompetenz, dann hast du ein anderes Potenzial in dir. Dann kannst du das Wort vielleicht nutzen und du empfindest das dann ernsthaft nicht so schlimm, weil du es in deinem allgemeinen Sprachgebrauch auch noch in anderen Kontexten hast. Ja? Wo ich, in Sachsen gibt es das nicht, dieses Wort noch im Dialekt. Ich kenne es nur als dieses wirklich krass beleidigende Schimpfwort für Frauen. Und dadurch habe ich eine andere Bewertung. Für mich ist es heftiger. Und als Frau ist es wahrscheinlich dann noch heftiger. Gibt es auch so, haben wir so einen kleinen Vortest, so einen Pretest gemacht, so einen Fragebogen, wo Leute mal Schimpfworte in ihrem Beleidigungsgrad einschätzen sollten. Und da zeigen sich tatsächlich über Alter und Beruf und Bildungsgrad und Herkunft und Geschlecht sehr deutliche Unterschiede, die diese semantischen Potenzialunterschiede so ein bisschen abbilden, wo dann auf jeden Fall noch was gemacht werden muss. Was für Unterschiede zeigen sich denn? Also ein ganz klarer Unterschied war zum Beispiel, dass alle Frauen in den von den was über 70 Teilnehmenden jedes Beleidigungswort stärker markiert haben als Männer. Ja, was so ein bisschen das, was wir vorhin hatten, ja, dass Männer, das irgendwie, das ist üblicher für Männer, Schimpfworte zu nutzen. Die nehmen das aber gar nicht so schlimm wahr vielleicht. Ja, oder ist doch so, ja, aber so redet man halt. Ja, weil das deren Sprachgebrauch ist. So, wo sich immer noch so, das ist ja weniger Geschlecht als eben so Gender, Rollenerwartungen, ne, wie man zu sprechen hat. Aber da zeigen sich ganz deutliche Unterschiede in der Bewertung. Ja, oder Leute, die an der Uni arbeiten und Leute, die in handwerklichen Berufen unterwegs sind, da gibt es auch Unterschiede. Da zeigen Leute von der Uni, die irgendwie in Geisteswissenschaften studiert haben, die haben natürlich ein größeres Sprachreflexionsvermögen und mehr Zeit dafür, das überhaupt zu tun und machen das die ganze Zeit. Während so ein Arbeiter am Fließband in der Gießerei, der macht sich da halt nicht so einen Kopf drüber. Ne? Da hat man auch unterschiedliche Bewertungen, nicht unbedingt den Bildungsgrad, aber eben den Tätigkeitsbereich angeht. Ja? Leute in Sozialberufen sind da auch wesentlich sensibler. Stichwort Reflexion. Ich frage mich manchmal, oder wäre eine Frage auch an dich, es gibt ja gerade jetzt bei der Beleidigung, hatten wir auch schon drüber gesprochen, so ganz viele, man könnte sagen, Funktionsdimensionen, die gar nicht jetzt genuin nur mit Beleidigen zu tun haben. Also zum Beispiel, wie viel wir jetzt hier schon so geschmunzelt und gelacht haben, das ist irgendwie zum Beispiel so eine Komikdimension. Irgendwie scheinen das viele Leute lustig zu finden. Auch gerade originelle und witzige, harte, was weiß ich was für Beleidigung, unpassende Beleidigung, überhaupt, die es aus der Rolle fallen
und zu beleidigen hat ein großes Komikpotenzial. Mhm. Oder es gibt eben sowas, ja, irgendwie diesen Bock, den es einfach macht für manche Leute. Ich habe auch den Eindruck, das ist zum Beispiel eine Dimension, die manche Leute wahrnehmen, andere Leute gar nicht. Ja. Also, dass sie gar kein Verständnis dafür haben, warum jemand beim Autofahren Lust hat, die ganze Zeit alle anderen Autofahrerinnen und Autofahrer wüst zu beschimpfen. Ja, hat die Linguistik für diese weicheren oder ästhetischeren oder irgendwie auch so sowas wie Komik, hat die da überhaupt ein Begriffsrepertoire? Nimmt die das wahr oder ist die doch irgendwie über so Pragmatik doch irgendwie so auf klarere Funktionen irgendwie festgelegt? Nee, diese Funktion ist auf jeden Fall auf dem Schirm. Also so Scherzkommunikation wird das dann häufig genannt, um so ein bisschen breit zu halten. Aber ja, das gibt es auch jetzt etliche Ausstellungen, jetzt in Frankfurt und in Halle an der Saale zu Schimpfwortgebräuchen. Und die sind schon sehr humoristisch angelegt, auch von vornherein. Ne? Einfach weil es auch irgendwie was Tolles ist, jemanden so ausrasten zu sehen. Es gibt auch, ich weiß nicht, wie viele Ausraster-Videos auf YouTube. Und es gibt diesen Battle-Rap von 4-7, irgendwie Big Difference, kennt ihr das? Das ist ganz, ganz witzig. Da treten immer zwei Charaktere gegeneinander an und der eine muss, eine muss den Deutschen spielen, andere Ausländer. Also tatsächlich so diese ganz plumpen, pauschalen Stereotype und die müssen sich dann aus diesen, die schreiben dann die Texte direkt auf ihre Rollen und müssen sich da aufs Übelste behaken. Und im Hintergrund hast du so eine Meute, die dann die ganze Zeit für die eloquentesten, für die fiesesten, für die expressivsten Lines dann eben applaudiert. Ja. Und das ist, wie du sagst, eine ganz andere Dimension. Aber trotzdem, da hat man immer wieder, ich will das immer nicht rechtfertigen, weil das immer trotzdem so diese sekundär stigmatisierenden Effekte hat, weil das wieder den Sprachgebrauch fixiert. Ja. Also wenn ich auch aus einer Rolle heraus spreche, manifestiere ich trotzdem wieder das Stereotyp oder sekundär stigmatisiere damit. Auf der anderen Seite kann es natürlich dazu beitragen, sowas überhaupt erstmal sichtbar zu machen. Und die Leute haben Bock drauf. Das sagst du ja auch richtig. Da, was will man da machen? Ne? Es macht ja auch Spaß. Also dieser eine Freund, von dem ich erzählt habe, der erfreut alle mit seiner kleinen Schimpfwort Konditorei. Der hat da eine Menge, was er da so rauslässt. Und alle freuen sich dran, weil das irgendwie natürlich so sprachliche Kreativität, das sind so die Federn einfach. Die bunten Federn von heute sind halt so Eloquenz und Kreativität. So ein bisschen auch dieses Kathartische des Beleidigens und auch lustige Videos, die es davon gibt. Ich denke da als erstes an dieses Unreal Tournament Kind, was ja so völlig ausrastet vom PC. Und da hattest du jetzt erzählt, dass ihr im Gaming-Kontext gerade so ein bisschen forscht, was da die Beleidigung so ausmacht. Wir forschen da noch nicht, also Georg Oberdorf und ich auch vom Sprachatlas, wir suchen gerade händeringend nach Corpora. Haben jetzt auch schon Michael Mosel hier angesprochen und wollen da jetzt vielleicht hier im Game Lab was versuchen, wo man Leute einfach mal spielen lässt gegeneinander und dann schaut, wie werden denn bei Frustrationsmomenten, wie wird denn da beleidigt? Und wird das scherzhaft gemacht oder wird das bei einer gewissen Frustrationsstufe, wird das dann eine ernsthafte Beleidigung oder verbale Aggression und richtet die sich eventuell gegen das eigene Avatar oder das Avatar des Gegenspielers oder am Ende vielleicht sogar bei einer richtig hohen Aggressionsstufe, Frustrationsstufe sogar direkt gegen den Gegenspieler. So, da wollen wir mal schauen, wie da die Mechanismen so sind und da wollen wir so Beat'em-ups uns anschauen. Wollen wir uns freiwillig melden. Rumwaffeln, ja, und auch so sowas wie League of Legends einfach, ne, wo man dann die Chats, die Voice-Chats und die geschriebenen Chats da drauf untersuchen kann, wie solche Frustration, wie solche verbale Aggression dann sprachlich umgesetzt wird. Und aber auf der einen Seite eher dann so ein bisschen interaktionistisch schauen und ich dann so schauen, ob das semantische Matching auch zutrifft. Ja? Zum Beispiel, wir spielen jetzt Tekken oder Mortal Kombat oder was und ich kämpfe gegen diesen Mehrarmigen da. Und ja, und dann vielleicht nehme ich dann, wenn ich verliere, nehme ich dann Eigenschaften von ihm auf
um ihn zu beleidigen? Oder also gehe ich auf dieses Monster oder gehe ich direkt auf meinen Mitspieler? Und da könnte man dann so ein bisschen schauen, ob man dann jemanden da hinsetzt, der so ein paar stereotype Merkmale mitbringt. Also weiß ich nicht, irgendwie jemand, der irgendwie sechselt oder jemand, der rothaarig ist. Ja? Oder so, eine Frau in dem oder Kontext eine Frau natürlich ist, auch. Genau, ja. Ne, wo, genau wo, da, da wo, wo irgendeine eine Abweichung stattfindet, wo man dann schön sehen kann, welches wird genutzt. Oder es kommt sogar raus, dass dass gar nichts davon stattfindet, dass gar kein Eigenschafts-Attributs-Matching stattfindet, dann hätte man vielleicht so ein Indiz dafür, dass es eine rein impulsive Angelegenheit ist, ja, und da irgendwas von innen herauskommt, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was da die Gegenspielfraktion angeht. Also, aber da haben wir noch nichts, da sind wir wirklich jetzt ganz in den Kinderschuhen und müssen mal schauen. Müssen dann in ein paar Jährchen dazu dann auch noch mal eine Folge aufnehmen. Sehr gerne. Aber vielleicht als allerletztes noch, funktioniert eine Beleidigung denn überhaupt, wenn kein Gegenüber da ist? Ist es dann immer noch eine Beleidigung? Oder braucht es die Person? Ich kann das ja trotzdem beleidigend meinen. Mhm. Das ist der intentionale Akt, also die Elokution. Und wenn ich jetzt niemanden habe, der das hört, ist der perlokutive Akt dann halt einfach nicht erfüllt. Dann passiert das einfach nicht. Dann ist halt niemand beleidigt. Aber ich habe trotzdem beleidigen wollen. Okay. Ob das dann eine Beleidigung ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall zementiere ich damit in mir selbst zumindest die Wahrnehmung, dass dieser Begriff auf diese Person angewandt eine Beleidigung darstellen könnte. So. Ob eine Beleidigung außerhalb von einer Person, die sich beleidigt fühlt, stattfindet, ist dann halt so eine Sache. Ne? Also ist ja auch so eine Empowerment-Strategie zu sagen, ja, wenn du das an dir, von dir abprallen lässt, ja, dann das ist beleidigt werden kann man nur mit dem Einverständnis, also oder andersrum, man kann beleidigen nur mit dem Einverständnis dessen oder derjenigen, die beleidigt wird. Ne? Man kann auch sagen, habe ich nicht gehört, geht mich nicht an. Also da würde ich sagen, enden wir hier mit, glaube ich, wie ich finde, zwei sehr schönen Lifehacks sozusagen. zum einen, man soll sich doch mal bewusst machen, auf welchen Ebenen man vielleicht doch Leute beleidigt, dass man nicht sozusagen, ohne es zu intendieren, Leute mitbeleidigt eben. Ne? Das ist ja über Framing, über bestimmte Konzepte. Das finde ich irgendwie einen sehr guten Punkt. Also man soll sich irgendwie bewusst sein, was man damit anrichten kann. Und zum anderen eben auch zu sagen, also man ist immer, wenn man verletzt, beleidigt sich fühlt, ist man immer auch irgendwie Kollaborateur dessen. Und das kann man ja auch, darauf kann man ja auch sich irgendwie einlassen oder damit irgendwie umgehen, sich dessen zumindest bewusst werden. Das finde ich irgendwie zwei, glaube ich, das bringt uns vielleicht wirklich voran in der Frage, wie kriegt man so ein bisschen auch analytische Schärfe und gleichzeitig so ein bisschen Brisanz oder auch diese Wut aus dieser ganzen Diskussion momentan. Ne? Mhm. Ja, vielen Dank, schön, dass du da warst. Das war super. Herzlichen Dank. Danke. Ja, vielen Dank. Medienreflexionskompetenz.